Was war diese Woche im Europaparlament los? Es ging wieder um wesentliche und große Fragen. Über allem stand natürlich weiterhin die Auseinandersetzung, wie geht es weiter mit dem Wiederaufbaufonds? Wie geht es weiter mit dem Finanzrahmen der Europäischen Union? Die Wirtschaftskrise wird immer größer. -7, -10% Wirtschaftswachstum, sagen die Forscher. Und das Europaparlament hat seinen Standpunkt schon vor Monaten klargemacht. Die Europäische Kommission auch. Aber der Europäische Rat, die Staats- und Regierungschefs haben noch immer keine Lösung gefunden. Diese Woche war die Chefin der deutschen Bundesregierung, Angela Merkel, hier im Haus, weil Deutschland den Vorsitz in der Europäischen Union übernommen hat. Und Angela Merkel hat ganz proeuropäisch gesagt, sie möchte eine Lösung haben und Europa braucht einen großen Wiederaufbaufonds. Vielleicht sollte sich ja der Sebastian Kurz mal ein kleines Beispiel, ein Stückchen abschneiden von Angela Merkel. Und diese Blockade, die Österreich macht, die uns eigentlich nur in die Sackgasse führen, weil wir dann nicht mitreden, sondern isoliert dastehen, auflösen und endlich gemeinsam für einen vernünftigen Wiederaufbau, für ein wirtschaftliches Erholungsprogramm in Europa auch eintreten. Gerade als Österreich, als kleine Volkswirtschaft, die abhängig ist von unseren Nachbarländern, vom Export, wäre es eigentlich besonders gescheit zu schauen, dass wir alle möglichst rasch wieder den Wirtschaftsmotor anstarten. Es ging auch um andere große Themen, zum Beispiel über die Rolle der Türkei im Mittelmeerraum. Dieses illegale Bohren in zypriotischen Gewässern, die Militärangriffe auf kurdische und jesidische Menschen, vor allem in Syrien. Die Attacken der türkischen Marine und der illegale Waffenexport nach Libyen waren hier zum Beispiel auch Thema. Und es gibt auch was Positives zu berichten, nämlich es wurde endlich beschlossen, das Mobility Package. Da geht es darum, dass Lkw-Fahrer endlich fair behandelt werden. Mit Ruhepausen, die klar geregelt sind, dass dieser grenzüberschreitende Verkehr auch denen, die dort arbeiten, ein Stückchen mehr Fairness entgegenbringt. Da ist noch viel zu tun, aber dieses Paket ist ein wirklicher Schritt nach vor, der Fairness schafft. Und wir haben auch ein trauriges Jubiläum, nämlich den Jahrestag von Srebrenica, jenem Massaker, jenem Genozid, den wir eigentlich nicht geglaubt haben, dass der im 20. Jahrhundert in Europa stattfinden kann. Und die Lehre daraus muss auch sein, nationalistische Schranken anzubauen und am ganzen Balkan für Ausgleich und für eine gemeinsame europäische Perspektive zu sorgen. Das und vieles, vieles mehr sind die Themen hier im Europaparlament. Natürlich war noch immer alles überschattet von Corona. Und ebenfalls überschattet von Corona war auch die Diskussion, wie können eigentlich liebende Personen, Eheleute, Partner, gleichgeschlechtlich oder heterosexuelle Partner, die vielleicht nicht verheiratet sind, in Corona-Zeiten sich trotzdem endlich mal treffen. Hier sind viele Hürden und gerade auch wieder da, die österreichische Bundesregierung schafft es nicht, eine Lösung zu präsentieren, dass diese Menschen unter strengen hygienischen Auflagen sich auch sehen und treffen können. Dänemark und die zuständige Kommissarin haben einen Vorschlag gemacht. Dänemark hat diesen bereits umgesetzt. Österreich sollte diesem Beispiel folgen. Hier gibt es eine Kampagne und wenn Sie euch da mehr informieren wollt, unter dem Hashtag Love is not tourism gibt es auch die Informationen dazu. Wir als sozialdemokratische Europaabgeordnete haben auch einen Brief geschrieben an den Außenminister und an den Innenminister, dass hier endlich was weitergehen soll. Und im österreichischen Parlament hat die Abgeordnete Eva Holzleitner dazu auch eine Fülle von Anfragen eingebracht und gemeinsam auch einen Antrag unterstützt, den der NEOS-Abgeordnete Scherag eingebracht hat, um hier Druck zu machen. Denn, wie der Hashtag so schön heißt, Love is not tourism. Liebe soll keine Grenzen kennen, sondern soll auch wieder möglich sein. Auch in Zeiten von Corona.